Einen schönen guten Tag und willkommen bei MDR Aktuell. Am Mont Blanc Massiv ist für Dutzende Menschen heute Nacht ein Albtraum wahr geworden. Sie mussten stundenlang in kleinen Gondeln ausharren. Wegen eines technischen Defekts war die Seilbahn stehen geblieben. Bei einem Zugunglück im Nordwesten Spaniens sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei geht von mehreren Verletzten aus. Laut spanischen Medien war ein Personenzug entgleist und gegen einen Elektromast am Rande der Strecke geprallt. Nordkorea hat nach eigenen Angaben wieder eine Atombombe getestet. Das Staatsfernsehen berichtete, es sei ein neu entwickelter Atomsprengkopf gezündet worden. Mit dem Waffentest verstößt das kommunistische Regime gegen die Auflagen der Vereinten Nationen. Bundesfinanzminister Schäuble will das Kindergeld offenbar um 2 € pro Monat erhöhen. Laut Spiegel will er den entsprechenden Gesetzentwurf nächste Woche ins Kabinett einbringen. Außerdem soll der Grundfreibetrag steigen. Angelique Kerber ist die neue Nummer 1 im Tennis. Als 2. Deutsche nach Steffi Graf hat sie die Spitze der Weltrangliste übernommen. Die bisherige Weltranglistenerste Serena Williams verlor überraschend ihr Halbfinale bei den US Open. Kerber dagegen zog in der Nacht ins Finale ein. Soweit die Nachrichten im Moment. Und das bringt der Tag heute auch noch. Das war es zunächst von uns. Über alles Wichtige vom Tage informieren wir ausführlich in unseren Abendsendungen. Die erste um 17.45 Uhr. Und natürlich jederzeit auch im Radio und im Netz. Es geht weiter mit MDR um 11. Haben Sie einen schönen Tag.